Zunächst ist es nur moderat steigend. Das wird sich leider bald ändern. Folgen wir dem Kammverlauf, den wir da sehen. Schauen wir mal, was wir da so alles zu sehen kriegen. Da gibt es einen Abstieg nach Hohenberg oder zur Quenzhütte und das war da eine Zarte-Hütte. War ja eine super Gegend. Nur das Glück mit dem Wetter. Das ist ein felsiger Gipfel und auch wirklich eine Mauer. Schau, 6,55 in Alt. Hallo und Grüße von der Haltestelle Furthof Schöntal. Ich bin Flo dabei und heute geht es weiter auf dem Traisenthaler Rundwanderweg 655. Und zwar auf der dritten Etappe von Furthof über den Dönitzer Höger in Richtung St. Gilt am Neuwald. Und da nehme ich euch einfach mit, weil die ganze Zeit nur fahren da nämlich Autos hin und her. Seit unserer letzten Etappe, nämlich der Etappe 2, sind 2 Wochen vergangen, weil das Wetter war dermaßen schlecht, dass ich gesagt habe, nein. Es hat keinen Sinn, das Ganze jetzt fortlaufend zu begehen. Ja, laut Karte könnte man da entlang der Bahngleise auch gehen. Ganz ehrlich gesagt, sicher da nicht die Spur eines Wegs. Dürnitzer Hütte in 2,5 Stunden, das ist auch unser Ziel. Schau, 6,55 in Alt. Parkplatz für Wanderer, Dürnitzer Höger, 1,6 Kilometer. Das will man gar nicht glauben, dass man da noch fahren darf. Da ist er ganz rasch in einem stillen, idyllischen Tal, nämlich dem Högersbachtal. Und zunächst ist es nur moderat steigend. Das wird sich leider bald ändern. Da ist eine Felsnase, ist tatsächlich dann auch der Parkplatz. Aber die Fahrstraße hat uns nicht mehr lang. Denn dann geht es in den Dachsgraben. Dürnitzer Hütte, 2 Stunden 6,22, 6,55. Und das ist jetzt der Beginn vom Dachsgraben. Da wird schon deutlich steiler. Ja, Karrenweg ist zum Teil ordentlich steil, aber das macht ja nichts. Dafür ist man schneller oben. Da werden wir schon bei 30% sein. Ja. Ja, tatsächlich ist da der Dachsgraben wild, romantisch und still, so wie er beschrieben wird. Und zum Glück momentan zumindest ein bisschen flacher. Ja, tatsächlich, da sprudelt Wasser, während der Graben unten trocken ist. Kalkgebirge halt. Dieses Schild kündet von einem linksseitigen Ausstieg aus dem Gräbelein. Auf der Vorstraße, wenn man zu steil ist, kennt man grundsätzlich auch rennen. Ja, da hat man jetzt ungefähr die Hälfte der Höhenmeter geschafft und hat einen schönen Ausblick zurück auf die Hinteralm und auf den Muckenkogel, wo wir auf der zweiten Etappe oben gewesen sind. Ja, wenn man diese Sturmbohrfläche da erreicht hat, dann hat man über 500 Höhenmeter von den 100 geschafft. Und es geht da zum Glück nicht in der Territissima, sondern ziemlich zickzack bergauf. Da ist man Luftlinie weniger als 1 Kilometer vom Högergipfel entfernt. Aber hat immer noch ungefähr eine Stunde. Auf einer Höhe von nicht ganz 1100 Meter
lassen wir diese Sturmbohrfläche und treten wieder in den Buchenhochwald ein. Schaut, wir haben schon Mitte Juni und da findet man immer noch blühenden Bärlauch vor. Also ein wunderschöner Ausblick da auf Reisholm und Schwarzkogel und im weiteren Verlauf auch wieder Hinterholm und Muckenkogel. Ein Tümpelchen markiert unseren Ausstieg von diesem sehr steilen Steigtaufer. Also zur Dürnitzer Hütte in 15 Minuten und nach Hohenberg in 2 Stunden, nach St. Gitt in 3 1/4 Stunden. Ja, die Sonne verwöhnt uns noch mal am Schlussanstieg. Zumindest ein bisschen. Ich sehe meinen Schatten. Beim Murmeltiertag ist schon ein bisschen spät. So, da fuhren doch die Dürnitzer Hütte auf und damit ist der höchste Punkt der heutigen Etappe der Dürnitzer Höhe erreicht. Ja, ihr seht es, überall geht es dahin. Dürnitzer Hütte, Dürnitz, Furthof, St. Egid, alles da. Das Ziel, Ernächtigungsort und Weg dorthin. Da wird uns heute nichts passieren. Danke für den Schlippel. Ja, bitte, gerne. Das Gipfelkreuz geben wir uns auch noch. Ich hätte zum Gipfelkreuz lohnt sich noch mal. Wegen einem wirklich schönen Rundumblick. Wir sehen viel vom bisherigen Wegverlauf. Und da anderem da drüben Muckenkogel und Hinteralm. Und auch da die Reisalpische zum Segen Hodenstein, Eisenstein. Da unten ist Dürnitz. Da hinten sehen wir diesen Kegelstumpf vom Ötscherhöller zwischen den Bäumen. Ganz hinten zwei Ahnen noch Hochschwartmassiv. Und da drüben ist zum Segen der Gipfel. Das wird auf der nächsten Etappe das große Ziel am Anfang sein. Damen schlafen aber zum Glück nur historisch. Da muss heutzutage keiner mehr schlafen. Wir verlassen diesen wirklich gastlichen Ort. Die Dürnitzer Hütte ist alles nett und leibend. Toller Hüttendienst. Und machen uns wieder an den Abstieg. Geht's runter für uns auf diesen Sattel da unten mit der entsprechenden Straße. Und dann folgen wir dem Kammverlauf, den wir da sehen. Schauen wir mal, was wir da so alles zu sehen kriegen. Wer hätte das gedacht, gell? Ganze Bärlauchwiese ist da, nicht nur Wald. Hohenberg, Schwendhütte, St. Egid in 3 1/4 Stunden. Immer wieder schöne Ausblicke, zum Beispiel da hinten auf die Reismauer. So, inzwischen ist ja gerade Schauertätigkeit aufgeflammt und das heißt also, wir haben uns haben wir die Regenjacke angezogen in der ersten Eskalationsstufe. Was wetten wir? Dieses Schüttel da hat auch einmal 30 Taler Rundwander weggehalten. So, Rödersattel. Und da zweigt der Weg nämlich von der Vorstraße ab. Die ist jetzt so produktiv, dass man den Steigverlauf kaum sieht. Hat sich eingeregt. Und Nebelschwaden sind da auf unserem Anstieg zum Stauberberg vor uns her. Wir sehen übrigens Regenwahrscheinlichkeit 10%. So, da gibt es einen Abfänger Hohenberg oder zur Quenzhütte und das war da eine Zahnhütte. In 1 3/4 Stunden nach St. Gebiet in 2,5. Dann Abfluss bei der Buche. Es gibt ein cooles Video von einem Mann im Wald. Aber so richtig als Flutglied da habe ich das noch nie gesehen. Ja, der Anstieg von Stauberg wäre normalerweise landschaftlich wunderschön. Es regnet da drüben noch. Das macht halt. Inzwischen hat es einigermaßen aufgehört zum Regen. Da hinten sind allerdings immer noch dunkle Wolken. Trotz halbwegs hochwertiger Ausrüstung. War schon aus.
Das ist natürlich nicht leiwand. Wenn es jetzt kalt auch noch wäre, wäre das gleich ganz ungut. Ich habe zwar Wechselwäsche mit, aber macht ja gar nicht so viel Spaß. Also da vorne sieht man auch den Staubberg kann. So, wir zum Hohen. Da ist blauer Himmel, aufgelockerte Bewölkung. Und wir sind sich jetzt im starken Regen. Hinter uns war nicht schön und im Süden und Südwesten eine ist schön, schon. So, aufpassen da, gell? Das kann ja auch wieder ganz glitschig sein. Die Stecke am besten um mich gleich. Ja, mit so einem Regenrock, mit so einem improvisierten. Das ist da gar nicht so nett, gell? Ja, Stadelberg. Das ist da wäre der Stadelberg. Den zweifelhaften Genuss werden wir uns erst fahren. Ja, da fahren der nächste Buckel. Das ist jetzt der Lind. Ja, der Hohenberger Schwein. Da war früher sogar mal ein Skibetrieb auf diesen Wiesen. Nicht viel. Ja, nein, frischer Wind, trotzdem jetzt Kamera und 20 Ausrüstung, hoffentlich jetzt bald wieder durch. Ah ja, super Gegend. Nur das Glück mit dem Wetter ist uns nicht toll. Haben uns hier aus gutem Grund erspart. Ja, jetzt wird zum Hohen. Sonnig ist es. Eigentlich überall. Außer dort, was wir gebraucht hätten. So, da vorne ist der Buckel des Linzberg. Weil da oben, da war einmal die Schlepplift-Bergstation, war nämlich nicht irre. So, der Abstieg zur Geschwindhütte nehme ich 10 Minuten in Anspruch. Zur Starski-Hütte, 6,55 ist es noch eine Stunde. Und dann steigen wir ab nach St. Egid in einer Stunde. Also Rückblick auf den Höger und drüben auf die Reisalpe. Und dann in der Sonne oben sind ein paar Kühe. Was ist mit den Kühen? Ha? Da sind die Kalbe oben und die Kühe sind unten, gell? Oh, neugieriges Kälbchen ist das, gell? Was war das jetzt? Ha? Da ist gar nichts passiert. Auf den Linzberg mit einem Gipfelkreuz. Einem sehr behelfsmäßigen Linzberg, 1238. Wir lassen noch einmal kurz aus den Linzberg hinter uns und machen uns da wieder an den Abstieg. Da im Abstieg vom Linzberg tut sich unerwartet ein Felsriegel auf. Ja, als ob es kein Wässerchen drüben kennt. Ha? Und da geht es auf die Baulmauer. Da wird gar nichts angegeben, ob man da drüber muss oder nicht. Also 6,55 ist in keine Richtung angeschrieben, wie du siehst. Wir sind auf 1156 aktuell und die Baulmauer ist keine 100 Meter höher. Meiner Meinung nach bei dem Wetter lohnend. Ja, lauter unbekannte Nummern am Anstieg zur Baulmauer. Selbst der Wanderführer schweigt sich da über den offiziellen Wegverlauf aus und sagt nur, man kann end. Oder weder über Baulmauer oder Grabenalm. Ganz unvermittelt, wenn man so dem Wald wehen und denkt, wo soll da diese Mauer sein, wird das Gipfelkreuz von der Baulmauer sichtbar. Ein Berg mit zwei Gesichtern. Der hat nicht umsonst ein Gipfelkreuz. Das ist ein felsiger Gipfel und auch wirklich eine Mauer. Mit einer hervorragenden Aussicht haben wir den Gipfel mit seiner Felsnase. Dann haben wir Schnalzstein, Waldschützadler, da oben haben wir den Göller aufragend. Dann ragt der Dreisenberg auf, beziehungsweise der Enzian, die höchste Erhebung vom Dreisenberg kam. Wir sehen da hinten die Tirolerkogel, Kahnaufspitz und den Abstieg nach Dürnitz, den wir haben werden. Wir haben den Eisenstein da drüben als sehr breiten Rücken zu erahnen. Es ist eigentlich, liegt uns alles zu Füßen. Lass dich ein bisschen der Abbruch erahnen. Das sind schon einige Zigmeter. Tatsächlich hat sich eine Wolke zwischen uns und den Dünitzer Höger im Rückblick verirrt. Ja, der kleine Abstecher zahlt sich schon aus. Und wir machen da einen auf Abstieg. Der kurze Abstecher zur Baulmauer lohnt aber nicht nur wegen des Gipfelblicks, sondern auch
wegen des aussichtsreichen Abstiegs. Jetzt müssen wir da zur Starsky-Hütte bei dem Almboden da. Noch einmal darüber. So hätte man sich das vorgestellt. Die ganze unnötige Regnerei hätte es eigentlich bleiben lassen können. Am Ende dieses wunderschönen Wiesels da überschreiten wir jetzt die Starkhöhe. Und das ist unser letzter Anstieg für heute. Da steht jetzt schwarz auf grün, Starkhöhe. Auch wiederum wunderhübsch. Und durch die fortgeschrittene Stunde natürlich auch schon entsprechend einsam. Das macht ja richtig Laune, gell? Ein ums andere Mal. Ganz eine wunderhübsche Gegend. Das ist also wirklich eine Genussetappe, es ist natürlich trotzdem anstrengend. So, die Starsky-Hütte ist erreicht. Letzter Stützpunkt auf dem Weg nach St. Egid hinunter. Eine Stunde. 6,55, 6,22. Na, bitte. Eine ganz kurze Stärkung haben wir gehabt auf der Starsky-Hütte. Da geht es jetzt andererseits in Richtung Dreisenberg, Sattel und eben nach St. Egid in einer Stunde hinunter, aber nur wenn wir uns dann da bald einmal links halten. Ich muss gerade versäumen, St. Egid in 45 Minuten, nämlich genau da bei dem Baum hinein. Ja, da nochmal. Wunderbarer Almboden, ganz großartig. Und jetzt geht es sehr direkt hinunter nach St. Egid. Jetzt ist es aus mit Almboden. So, St. Egid, dreiviertel Stunde, immer noch angeschrieben. Da fahren wir bei dem Gatterl durch und dem Vancoura-Steig nach. Ja, schade, ne? Also, der schönste Almboden hat irgendwann einmal ein Ende. So da. Aha. Und wo geht's da oben? 1937. Also man muss tatsächlich die Vorstraße für vielleicht, weiß nicht, 30 Meter da oben gehen und kommt dann da her. Der direkte Weg. Bin ich gespannt, ob der da wo einmündet, aber er ist jedenfalls nicht der offizielle. Ja, der war ein cooler Steig, ist nochmal ein total liebes Steigern. Mit vielen Serpentinen angelegt, wo man jetzt sicher und flott zu Tal schreitet. Das war ein schöner Abschluss. Inzwischen wird die Straße ziemlich gut hörbar. So, aber jetzt eine Vorstraßenquerung. Ganz direkt. So haben wir es gern. Diesmal keine Vorstraßenquerung, sondern es geht einfach wirklich ein kurzes Stück auf der Vorstraße entlang. Macht uns jetzt aber gar nichts. Das ist im Prinzip nichts anderes als wie ein breiterer Steig. Unser Vorstraßenvergnügen wird nur kurz. Es geht da vorne wieder in ein Steigvergnügen über. Vancoura-Steig auf 830 Meter sind wir inzwischen. Markierungstechnisch lassen uns da nichts anbringen. Das muss man echt dem Steig da wirklich sehr zugute. Ja. Da hinter mir wieder ganz kurz Sicht zum Thema Abschneider. Bitte nach Möglichkeit Abschneider vermeiden. Das ist einfach, wenn so ein Abschneider dann ist, dann beim nächsten Unwetter, dann ist dort ein Riesenfurchen. Das zahlt sich alles nicht aus. Ja, der Vancoura-Steig ist wirklich erstaunlich angenehm angelegt. Man kann da wirklich ganz entspannt Meter machen, weil man eigentlich nie steile Abstiege hat, weil es nie rutschig ist. Dabei ist die Umgebung total hübsch da, gell? Da kennt der Sacki mit seinem Wanderwagen auch reüssieren. So, da gibt es einen wunderschönen Blick auf St. Egid und die umliegende Bergwelt. Da könnte die Tafel davon, dass das der Hans Vancoura Steig gewesen ist. Wir gehen dahinter dieser Egidius-Kapelle hinunter und dann müssen wir einmal nach rechts in den Ort hinein abzweigen. Dann haben wir es. Ich
höchst empörend, dass nach St. Gilt jetzt eine Viertelstunde auf Asphalt hinuntergeht, oder? Ortszentrum, da wollen wir runter. Es kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Da ist zwar asphaltiert, dieser Zugang zum Ortszentrum, und hat Straßenlaternen, aber hat einen Blumenschmuck. Gell? Ein bisschen finster ist da schon. So, da, bis daher könnte man mit dem Auto fahren. Also, Starsky-Hütte 1,5 Stunden, Dünitzer-Hütte 4 Stunden. Ja, ambitioniert, überhaupt bei so einem Sauwetter. Wir sind in St. Gilt, so ziemlich im Ortszentrum. Raiffeisenkasse, und das ist das Ortszentrum von jedem Ort. St. Gilt Bahnhof 10 Minuten. Es ist auch noch unsere Richtung. Da interessanterweise ist der 650er jetzt nicht mehr angeschrieben. Schau. Da ist schon 655 in die Richtung. Na gut, wir müssen da rausgehen. Ja. Wir wandern jetzt noch ein bisschen weiter bis zu unserer Busstation. Das nimmt nämlich auch ein paar hundert Meter vorweg von dem, was wir sowieso gehen müssten. Weil wir können nämlich ein bisschen weiter talauswärts. Ja, das geht also dann einmal ziemlich auf Asphalt dahin leider. Weil wir der Hauptstraße folgen müssen. Da fahren sich jetzt ein Wegweiser, schau. Gipfel. 622, 655. Also das war es jetzt von der dritten Etappe des Dreisenthaler Rundwanderwegs. Ich bin Flau dabei und weiter geht's für euch hoffentlich auf der vierten Etappe des Dreisenthaler Rundwanderwegs. Über den Gipfel und den Göller in Richtung Scheid. Oder vielleicht auch mit einem Biwak, das werden wir sehen. Ja. Und falls nicht, vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Ja, das ist eine Badewannenausstellung. Verschiedene Modelle besichtigen und gleich einpacken lassen und mitnehmen. Hinten der Ötscher, das war das Tagesziel heute gewesen. Ne? Der war frei. All das auf zum Ötscher. Das ist der Ötzi-Witterei da. Die unnötige. Beträchtliche Umwege können wir jetzt keine brauchen. Ne? Nein, ich rede mit der Kamera, aber du kannst ruhig auch was dazu sagen. Wenn da nicht drüber geht, ist eine Kuh. Ich will nicht rein, auch nicht dazu gehen. Nichtsdestotrotz, da sind wir mit den Kriegsbäumen. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das ja mal auf einer anderen Tour. Ah ja, und Frau dabei bin ich übrigens auch. Oh, das Gipfeltörl ist sprichwörtlich. Ein Törl. Und da haben wir nämlich noch zusätzlich einen Briefkasten. So, der Gipfel war gut besucht, wie man sieht. Die Sonne haben wir auch noch gekriegt. Ja, das sind zum Teil hohe Stufen.